sind jetzt quasi Donnerstagmorgens auf dem Weg nach Berlin. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Moment. Und Lotta ist schon fleißig hier noch am Nähen, das letzte Stück. Magst du einmal zeigen? Wenn es fertig ist. Mach mal ganz oben. So, ja. Ja, also Lotta ist hier noch am Fertignähen. Wir waren die Tage davor jetzt noch bei Lottas Family ausruhen und gut essen. Genau das Richtige also. Jetzt geht es heute Morgen nach Berlin und dann werden wir mal gucken. Wir müssen noch eine Regen- oder eine Windjacke besorgen. Ich weiß nicht, wie das Wetter am Sonntag wird. Wir wollten heute vielleicht noch gleich die Startunterlagen abholen, aber ich weiß nicht, ob das zeitlich noch klappt. Ja, und dann sind wir bei Lottas Bruder auf ein Abendessen eingeladen. Nein, eigentlich laden wir auf ein Abendessen ein, wenn die Wohnung übers Wochenende bekommt. Ja, und ja, dann werden wir mal sehen. Wir haben schon einige Verabredungen für Freitag. Da kommt noch ein bisschen was Samstag dazu und zwischendrin muss irgendwie auch noch ein bisschen Ruhe. Ja, und dann geht's Sonntagmorgen los. Und ja, wir dachten, wir nehmen euch gleich jetzt so mal mit. So, wir sind jetzt schon den zweiten Tag hier auf der Messe. Vielleicht sieht man es hier hinten schon. Die haben hier fett schon Gitter aufgestellt. Und da stehen auch viele, obwohl die Messe wahrscheinlich jetzt gerade mal eine Dreiviertelstunde auf hat. Wir haben gestern zum Glück unsere Sachen schon abgeholt, aber gehen heute nochmal, um ein paar Leute zu treffen. So, einmal ganz kurz. Ich weiß, warum ich gestern meine Startnummer abgeholt habe. Die stehen hier draußen schon bis zur S-Bahn-Haltestelle. So, die stehen hier alle schön an, dass sie ein Bild mit der Wand machen können. Was haben wir jetzt gemacht? Wir waren bei Schuhherstellern, haben uns Schuhe zeigen lassen und Schuhe probiert, ein paar nette Gespräche geführt. Und jetzt warten wir hier auf die Ausdauer-Coaches. Die stehen schon gleich da vorne und kriegen ihre Pacer-Uhren. Ja, und dann könnte ich eine Runde Mittagsschlaf machen. Ne, Lotta? Ich nicht, ich bin doch total fit. Genau, nee, wir müssen dann wieder zurück. Noch einkaufen fürs Wochenende, Nudeln und so Zeug. Ja, und dann sieht man mal, sehen wir mal, wir haben heute Abend noch eine Verabredung und morgen noch drei, aber das wird alles hoffentlich lockerer Kaffee werden. Ja, das muss man überraschen. Ich kann die Uhr auf jeden Fall gebrauchen, weil irgendwie hat mich gerade das Mittagessen erschlagen. So, wir sind jetzt nochmal einkaufen fürs Wochenende und Nudeln haben wir, glaube ich, jetzt mal genug für drei Tage. Brauchen wir nur noch was zum Draufmachen. Ich würde Tomatenmark und Käse präferieren. Mal gucken, was die hier so haben. So, wir haben einfach jetzt mal ganz kurz nur das Nötigste fürs Wochenende eingekauft, damit auch genug Kohlenhydrate da sind und natürlich auch ein bisschen Protein. Das Ganze sieht dann so aus. Müsste reichen, oder? Jedenfalls die Nudeln und die Bananen. Doch, die Gummibärchen gehören genau mit dazu. Und ein bisschen Salat. Aber die sind für Schorsch, ich esse die nicht. Ich esse wahrscheinlich das meiste, was hier im Wagen ist. Mhm. Hier, das ist dann am Sonntag Ziel. Hier einmal schön durchs Brandenburger Tor. Und dann hier vorne irgendwo über die Ziellinie. Hier ist schon richtig was los heute Abend. Wir sind gerade extra nochmal hier hin, weil hier soll es irgendwo auch eine Wand geben, wo man ein schönes Foto machen kann. Eigentlich sind wir nur fürs Foto hier, aber ist ja mehr los, ne? So, und eine Hall of Fame gibt es auch noch, da kann man sich verewigen, keine Ahnung, aber man muss sich anstellen, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber schaut mal hier, wie das hier mit der Sonne aussieht. Hier hinten geht die Sonne unter, das ist doch ein geiler Blick, oder? Da hinten schön die Siegessäule, ich freue mich heute schon wie Bolle. So. Spezialmischung. Natürlich gibt es Nudeln und das ist einfach Hüttenkäse nebst Eiweiß, normaler Käse und Tomatenmark. Und normalerweise gibt es noch Maggi Nummer 6 dazu, aber hatte Rewe nicht, Real nicht. Im Supermarkt nicht, um hier keine Schleichwerbung zu machen. Ist egal. Wird auch so schmecken müssen, ansonsten gibt es ein bisschen Pfeffer ran. Ja, und dann suche ich mir noch einen schönen Film und lege die Beine hoch. Das wird auch allerhöchste Zeit heute, weil, was sagt die Uhr? 17.600 Schritte. Das sind ungefähr 15.000 zu viel. Aber was soll's. Hab ja eine Nacht zum Ausruhen. Ciao.
Morgens, 7:15, Frühstück. Schnell eine Banane noch, Kaffee, Müsli, duschen, anziehen, los. So, wir suchen jetzt mal Startblock H. Da steht B16, B17. Ist H so weit hinten? Naja, wir werden sehen. Ach nein, das ist ja hier vorne erst das Ziel. Start ist ja viel weiter hinten. Gut, dann jetzt muss ich mal fragen, ob ich da reinkomme. Oder wie man zum Startblock H kommt. Werden wir gleich wissen. Immer noch unterwegs, einmal hier vom Potsdamer, vom Brandenburger Tor, hier einmal hinten rum, das ist alles abgesperrt, das ist alles schon ein Bereich, jetzt gucken wir mal, ob wir da drüben durchkommen, damit ich da nicht eine Stunde allein im Startblock rumstehe. Hm. Schön, aber irgendwie schön kalt. Trommelschlägen und uns ein richtig lautes runterschicken auf die Strecke. Auf geht's! Also ich bin jetzt hier irgendwo 3 Kilometer durch. Die Uhr wollte 2 Kilometer nicht und gibt mir eine beschissene Zwischenzeit immer. Also das Tempo stimmt überhaupt nicht. Ich muss jetzt über die App laufen und hoffen, dass das irgendwo hinhaut. Das ist immer nett, wenn eine Technik direkt vor dem Laufen ist. Irgendwie werden es gar nicht weniger hier. Immer gleich viele. Und man läuft immer im Pult. Aber es ist gut, wenn die Straße nicht so breit ist, weil wenn die enger ist, dann kann man echt kein Tempo mehr laufen. So, 11 km und ich bin zu schnell unterwegs. Ich muss langsam machen. So, ich bin jetzt in 42 km, da vorne sieht man schon das Brandenburger Tor. Ich hasse den Berlin-Marathon, ich hasse Laufen und ich bin so froh, wenn es zu Ende ist. Aber übrigens, Rammstein peitscht mich gerade hier noch ins Ziel.
So. Und alles so schön gewesen wäre wie der letzte Kilometer. Da wäre es richtig gut gewesen. Circa 100 Hände abgeklatscht. Man hat mir auf die Schulter geklopft. Alter, war das schwer. Alter, war das schwer. Julia Benno, Johann Lorenzo. Oh, einmal noch hier schön die Liegewiese. Oh, mir tut die Füße weh, mir tut die Beine weh. Da hinten wartet Lotta irgendwo. Futter habe ich auch schon. Chip muss ich noch abgeben. Ah. Warum bin ich heute nicht den ganzen Tag im Bett geblieben? Kann mir das mal einer sagen? Nee, wahrscheinlich nicht. Selber schuld. Vielleicht finde ich es ja in 2 Stunden gut. Gerade finde ich es auch nicht so gut. So, wir sind schon wieder auf dem Rückweg. Ihr wundert euch wahrscheinlich, dass nicht so viel nach dem Lauf kam. Das lag einfach daran, dass ich gestern Abend noch ein Fazit gemacht habe. Das ist aber irgendwie 10 Minuten lang. Und ich habe euch das hier mit, oder da, mit eingebaut. Wollt ihr einfach ein zweites Video draus machen. Da könnt ihr euch ganz ausführlich anhören, wie ich den Lauf so fand. Und ja, wie es mir so danach ging. Viel Spaß dabei.